Es geht mal wieder um Facebook, heute aber nicht darum, wie viel wert das Unternehmen von Mark Zuckerberg wert ist, sondern Facebook geht Richtung China und greift sich zumindest ein Teil von Baidu. Roland Hirschmüller von der Baader Bank, was steckt hinter dieser Strategie? Es ist eine spannende Story, die uns diese Woche hier ins Haus geflattert ist. Herr Zuckerberg war in China offiziell auf Urlaubsreise, aber das hat ihm natürlich keiner geglaubt. Er hat sich mit dem CEO von Baidu.com getroffen, der Nummer 1 in dem Suchmaschinenbereich in China. Und natürlich möchte Facebook hier im Social Networking Bereich in China Fuß fassen. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Markt. Wir kennen das alles mit Zensuren. Der große Konkurrent von letztendlich Facebook hat sich ja hier aus China zurückgezogen. Google, die Search-Anfragen bei Google laufen ja über Hongkong. Aber Facebook will den direkten Weg gehen, sucht den Kontakt zu Baidu, die hier quasi das Monopol haben. Es wird spannend zu sehen sein, ob sich Facebook dieser Zensur hingibt, aber man muss bedenken, der Markt, 450 Millionen User, Facebook hat gerade einmal 600.000 halblegale Benutzer, möchte ich sagen, in China am Start und die große Konkurrenz RenRen.com steht in den Startlöchern. Sie werden dieses Jahr ein IPO wagen, wahrscheinlich an der Wall Street, und da möchte natürlich Facebook vorher Fuß fassen, und was wäre besser, als sich mit Baidu.com zu verbinden, dem Platzhirsch, 75% Marktanteil dort, dann hätte man natürlich mit Sicherheit einen großen Schritt in diesen Markt getan. Ja, spannende Einzelstory in dieser Woche. Gibt noch ein paar mehr spannende Einzelstories. Klar, Richtung US-Bilanzsaison sind die zu finden. Und fangen wir doch mal ganz frisch an mit JP Morgan, die aktuell mit Zahlen kamen. Unter Dampf hieß es da überall. Teilen Sie den Eindruck, dass JP Morgan unter Dampf ist? Ja, JP Morgan ist die Gewinnmaschine der Wall Street. Und sie haben wieder die Messlatte unglaublich hochgelegt. 5,6 Milliarden in einem Quartal zu verdienen. Das zwei Jahre nach der Finanzkrise ist natürlich schon eine Leistung, auch für eine Bank, die nie Mittel gebraucht hat. Aber man sieht, das Geschäft läuft wieder, das Geschäft läuft in allen Sparten. Man muss weniger zurückstellen, die Kunden bezahlen ihre Kredite aufgrund der besseren Wirtschaftsentwicklung doch wieder zurück. Das Investmentbanking läuft wiederum, und das hat natürlich JP Morgan geholfen zu diesem fantastischen Gewinn. Ob die anderen natürlich diese Latte letztendlich auch erreichen können, das wage ich etwas zu bezweifeln. Und auch der Markt erwartet natürlich unheimlich viel. Die Flüsterschätzungen waren ja sogar bei $1,34, und da sieht man, da steckt schon eine ganz unglaubliche Menge hoher Erwartungen drin. So ähnlich war es ja auch bei Alcoa, auch hohe Erwartungen, die im Großen und Ganzen auch erfüllt worden sind. Einzig beim Umsatz war zu hören, hat noch eine Schippe gefehlt. Wie bewerten Sie die Zahlen? Die Zahlen, ich fand sie gut. Nach einem Loss von $280 Millionen im Quartal, jetzt 300 Millionen verdient. Das ist selbst für einen Zykliker ein unglaublicher Swing. Der Cashflow nimmt zu. Die Firma von Klaus Kleinfeld, sie schafft hier letztendlich Besserungen in der Bilanz, sie schafft hier Polster. Ganz wichtig für einen zyklischen Wert. Aber auch hier hat der Markt letztendlich mal Gewinne vom Tisch genommen. Die Aktie hat mit plus 16% im ersten Quartal wesentlich besser performt als der Gesamtmarkt. Und wir sind wieder bei den Erwartungen. Selten News. In der Tat. Und was in diesen Tagen auch für die Märkte spricht oder was an den Märkten Top-Thema ist, ist die Tatsache, dass die IPOs kommen. In Deutschland, klar, haben wir viel darüber berichtet in dieser Woche, aber auch weltweit. Glencore beispielsweise, auch eine Riesengeschichte. Ja, für mich die Top-Story Glencore überhaupt. Die Sache liegt im Trend. Glencore ist ja einer der größten Rohstoffhändler der Welt. Geheimnisumwogen im schweizerischen Zug. Mark Rich, der Gründer, er hat damals Geschäfte mit dem Iran gemacht, war lange auf der Liste der Amerikaner, auf der schwarzen Liste. Und er will seine Firma jetzt letztendlich an die Börse bringen. Man sieht, der Händler hat ein gutes Gespür momentan. Viele würden auch sagen, okay, wenn Glencore an die Börse geht, ist der Rohstoffboom bald zu Ende. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine spannende Geschichte. Glencore war ursprünglich Rohstoffhändler. Inzwischen haben sie Beteiligungen in Minen, Xstrata, 34% gehören ihnen von Xstrata. Aber auch sie sind tätig im Transport dieser Rohstoffe. Sie besitzen Hafenanlage. Und das Ganze ist natürlich unglaublich kapitalintensiv, und man will dieses Geschäft weiter aufbauen. Dafür braucht man Geld. Man schätzt die Firma auf bis zu 55 Milliarden US-Dollar. 20% sollen an die Börse, und auch hier sieht man wiederum einen Teil in London. Der andere Teil soll in Hongkong platziert werden, genau dort, wo die Märkte der Zukunft sind. Also ich denke, eine unheimlich spannende Story, weil man an der gesamten Kette der Rohstoffverarbeitung und Verwertung hier jetzt letztendlich dabei ist. Der Blick auf die Auslandsmärkte war das gewohnt, wie immer am Donnerstag mit Roland Hirschmüller. Dankeschön für das Gespräch. Bitte.